Hallo, hier ist Michele Meschko. Die Frage, die ich am häufigsten hier in den Kommentaren gestellt bekomme, hat nichts mit Physik zu tun. Und diese Frage ist, erzähl uns, wie du selbst an der Uni gelernt hast. Gibt es irgendwelche Lerntipps oder Tricks, mit Hilfe deren man noch effizienter lernen kann? Meiner Meinung nach gibt es nur einen Lerntipp, der wirklich wichtig ist. Und diesen Lerntipp teile ich heute dir mit. Bleib dran! Letzte Woche habe ich dir die Hausaufgabe gegeben oder einen Wettbewerb angekündigt. Der Wettbewerb heißt Zeig mir deine Experimente. Ich habe dir vorgeschlagen, ein Experiment zu Hause zu machen, es aufzunehmen als ein Video oder eine Fotoserie und es zu veröffentlichen auf irgendeiner Plattform. Die Person, die das kreativste und das interessanteste Experiment macht, bekommt von mir ein iPad geschenkt. Und weißt du was? Trotz Ferien habe ich schon ein paar extrem coole Experimente bekommen. Heute will ich dir nur ein Beispiel zeigen. Ich sage nicht, ob das beste Experiment der Woche ist. Das finden wir später heraus. Aber was ich besonders cool finde, schon ein paar Stunden nachdem mein Video online gegangen ist, habe ich das erste Video von Adrian Matuschik bekommen. Der dachte, die Deadline am 31.12. sei und nicht am 31.01. Und das ist mein Lerntipp des Jahres. Verstehe alle Deadlines falsch, als ob sie einen Monat früher waren. Dann bist du einen Monat früher auf die Prüfung vorbereitet. Bis zum nächsten Mal. Noch nicht. Was Adrian zeigt, ist die Münzenbatterie. Schau mal. Das sieht ziemlich cool aus. Er hat das in einer Stunde gedreht. Unglaublich. Schau mal, drin Kaffee. Was passiert? Hat Münzen, Essig, Pappe. 2 Stunden später. Es funktioniert. Das ist unglaublich, was man in ein paar Stunden machen kann. Und dann eine schöne Erklärung, wie die Batterie funktioniert. Siehst du, Adrian hat seine Hausaufgabe schon abgegeben. Und jetzt bist du dran. Zeig mir dein Experiment oder deine Experimente. Es gibt noch 3 Wochen Zeit. Für meine deutsche Zuschauerinnen und Zuschauer, die Deadline ist am 31. Januar. Pass auf, in Österreich ist die Deadline anders. 31. Jänner. Vergiss bitte nicht, den Hashtag zu verwenden und mir den Link per E-Mail zu schicken. Die Regel habe ich bis ins kleinste Detail hier in diesem Video erklärt und ich liste sie nochmals auf hier in der Beschreibung. Und jetzt zu Lerntipps. Im Internet gibt es sehr viel Clickbait. So wirst du in einem Jahr Millionär. Mit dieser App kannst du in einem Monat Chinesisch lernen und alle möglichen Prüfungen bestehen. Dunkle Energie einfach erklärt. So nimmt man 20 Kilos ohne Diät und Sport ab. Alle wollen einfach eine magische Pille, mit Hilfe deren man überhaupt ohne Mühe erfolgreich sein kann. Überhaupt ohne Arbeit reinstecken zu müssen. Ich verrate dir ein Geheimnis. So eine magische Pille gibt es leider nicht. Dein Erfolg ist immer ungefähr proportional zur Arbeit, die du reinsteckst. Natürlich ist es nicht immer so. Es kann so sein oder so sein, aber es gibt keine magische Pille. Es wird meiner Meinung nach zu viel darüber gesprochen, wie man erfolgreich sein kann, ohne sich bemühen zu müssen. Wir alle kennen den einen Freund, der ohne sich vorzubereiten eine komplizierte Prüfung bestanden hat. Es gibt auch YouTuber, deren erste Videos viral gegangen sind. Keine Arbeit, viel Erfolg, alle wollen das. Ich will das nicht und ich erzähle dir warum. Meiner Meinung nach gibt es 3 fundamentale Probleme mit dieser Einstellung. Erstens, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass du oder ich überhaupt ohne Arbeit erfolgreich sein werden? Es ist normalerweise nicht so einfach, überhaupt ohne Vorbereitung eine Prüfung zu bestehen. Abgesehen davon, was deine Freundinnen und Freunde dir gesagt haben, vielleicht haben sie sich doch ein bisschen vorbereitet. Es gibt auch wortwörtlich Millionen YouTuber und nur einige schaffen es, vom Anfang an viral zu gehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sowas uns gelingt, also dir oder mir, ist nicht nur extrem klein, sie ist vernachlässigbar. Zweitens, ohne Mühe erfolgreich zu sein, mag funktionieren, aber nur in der kurzfristigen Perspektive. Es ist möglich, eine Prüfung zu bestehen oder ein virales Video zu drehen, doch wenn du dein Unifach wirklich beherrschen willst oder eine Community rund um deinen YouTube-Kanal aufzubauen versuchst, musst du viel Arbeit reinstecken. Auf Englisch sagt man, there is no free lunch. Wie man das ins Deutsche übersetzen kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Schreib mir deine Version in die Kommentare bitte. Linguist schlägt folgende Übersetzung vor. Es gibt immer eine Kehrseite.
Das ist aber nicht genau, wie ich diesen Spruch verstehe. Es gibt immer eine Kehrseite, klingt, als ob in jedem Erfolg es unbedingt eine schlimmere Seite geben muss. Etwas, was unangenehm ist, was niemand mag und alle vermeiden wollen. Diesen Spruch kann man aber auch ein bisschen anders verstehen. Wenn du etwas willst, ein Mittagessen zum Beispiel, musst du hart dafür arbeiten. Das bedeutet aber nicht, dass die Arbeit etwas Schlimmes ist. Etwas, was man nicht genießen kann. Und das bringt mich zum dritten Grund, warum ich den Erfolg ohne Arbeit überhaupt nicht gut finde und für mich persönlich auch nicht will. Weil in diesem Falle darfst du auch nicht den Prozess, also deine Arbeit, genießen. Und das ist auch der eine wichtigste Lerntipp, den ich dir heute geben will. Den Prozess und nicht nur das Ergebnis kann man genießen. Und wenn du das lernst, den Prozess zu genießen und dieses Gefühl zu genießen, gute Arbeit geleistet zu haben, lernst du wirklich am besten. Es gibt auch ein Zitat, das mir sehr geholfen hat und an das ich mich sehr oft erinnere. Die meisten Menschen überschätzen, was sie in einem Tag schaffen können, aber sie unterschätzen, was sie in einem Jahr schaffen können. Dieses Zitat wird vielen zugeschrieben. Es ist wirklich nicht so wichtig, wer das zum ersten Mal gesagt hat. Im Deutschen sagt man auch, Konsequenz zahlt sich aus. Langfristige Planung fällt uns Menschen extrem schwer. Im schlechten Sinne, aber auch im guten Sinne. Zum Beispiel, wenn wir trinken, rauchen oder Kaiserschmarrn essen, bekommen wir eine sofortige Belohnung. Über die langfristigen Konsequenzen bevorzugen wir nicht zu denken. Es funktioniert aber auch umgekehrt. Zum Beispiel, wenn du jeden Tag an einem Problem arbeitest, ein Unifach studierst, eine Fremdsprache lernst, bekommst du jeden Tag dieses Gefühl, dass du heute überhaupt nichts gelernt hast, dass du dir nicht vorstellen kannst, wie du in einem Jahr die B1-Prüfung bestehen kannst. Aber wenn du jeden Tag und Tag für Tag Arbeit reinsteckst, zahlt sich die Konsequenz aus. Das Lernen ist wie Kaiserschmarrn. Sowas kann sich niemand vorstellen, dass wenn man jeden Tag ein bisschen Kaiserschmarrn konsumiert, nimmt man am Ende des Jahres 20 Kilos zu. Und genauso kannst du jetzt am 5. Januar die großen Fortschritte einfach nicht begreifen, die du bis Ende dieses Jahres machen kannst, wenn du jeden Tag, Tag für Tag ein bisschen lernst oder ein bisschen an etwas arbeitest. Vor einem Jahr hatte ich überhaupt keine Ahnung, wie man YouTube-Videos drehen kann. Vor 2 Jahren habe ich kaum Deutsch gesprochen. Und ich muss sagen, dass an jedem bestimmten Tag die Fortschritte, die ich beim Deutschlernen oder beim YouTube-Kanal gemacht habe, war extrem klein. Jeden Tag waren sie vernachlässigbar. Aber im Nachhinein ist der Fortschritt ziemlich groß. Sowas könnte ich mir nie vorstellen. Und das ist auch mein Ratschlag an dich. Warte nicht, bis die Prüfung kommt oder du diese Kenntnisse dringend brauchst. Lerne ein bisschen jeden Tag. Zum Beispiel, um eine Fremdsprache zu lernen, muss man nur 4 Sachen tun. Lesen, sprechen, schreiben, hören. Es gibt verschiedene Apps, man empfehlen oder nicht empfehlen kann. Es gibt verschiedene bessere oder schlechtere Methoden. Aber es gibt keine magische Pille. Diese 4 Sachen muss man unbedingt machen. Oder wenn es eine magische Pille gibt, Konsequenz ist deine magische Pille. Die gute Nachricht ist, diese tägliche Arbeit kann man auch genießen. Insbesondere wenn man eine Routine entwickelt, entwickelt sich auch eine Gewohnheit. Und eine Gewohnheit zu folgen und eine Gewohnheit zu behalten, ist ziemlich einfach. Nicht nur die schlechten Gewohnheiten, sondern auch die guten. Es gibt eigentlich ein wunderbares Buch, Die Macht der Gewohnheit. Das ist keine Werbung, das Buch kann ich auf jeden Fall allen empfehlen. Und wenn du jeden Tag ein bisschen schreibst, ein bisschen liest, ein bisschen trainierst oder Experimente in deiner Küche machst, wirst du dich selbst in einem Jahr nicht erkennen. Du wirst von deinen eigenen Fortschritten schockiert werden. Okay, das war's für heute. Es tut mir wirklich leid, dass es keine magische Pille gibt, keine magische App oder keine magische Methode, die uns erlauben würde, überhaupt ohne Arbeit alles sehr schnell zu lernen oder erfolgreich zu werden. Die gute Nachricht ist, diesen Prozess darf man und auch kann man genießen. Und wenn du das schaffst, wirst du beim Lernen erfolgreich. Und nicht nur beim Lernen. Hast du auch Lerntipps? Schreib mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Psycho,